Ich habe dann einen Ausflug gemacht. Meine Schwester hatte Herbstferien, die ging in die 10. Klasse und es war noch wahnsinnig viel Schnee da. Da sind wir nach Bennekenstein gefahren und haben uns dort einen super Ausflug gemacht. Sind dort mit der Kutsche gefahren und wir wollten aber dann nachmittags wieder zurück, bevor es dunkel wird, weil wir dann wieder nach Nordhausen, ich habe in Nordhausen gewohnt, wieder nach Hause wollten und es wurde auch kalt. Und wir sind dort auf den Bahnsteig gegangen, natürlich fröhlich, wie wir beide waren, wir zwei Weiber, und haben nicht richtig geguckt. Es war auch nicht richtig ausgeschildert. Der eine Zug fuhr nach Wernigerode, der andere fuhr nach Nordhausen. Und wir waren uns ganz sicher, wir sind in den nach Nordhausen eingestiegen. Und plötzlich fuhr er los. Aber mir war total klar, dass der in die falsche Richtung fuhr. Und das Herz ging bis nach unten, aber wir wollten ja nach Nordhausen. Und so oft fuhren die Züge auch nicht. Und was haben wir zwei gemacht? Wir sind die nächste Station ausgestiegen. Und das war natürlich mitten im Sperrgebiet und man durfte dort überhaupt nicht hin. Ich hatte einen Schein, ich durfte dorthin, aber meine Schwester durfte nicht hin. Und wir sind unrechtsmäßig ausgestiegen. Schon auf dem Bahnhof, war eine Frau, die dort stand, als ob sie dort Besuch abholen wollte, aber im Grunde genommen hat sie nur auf mich gewartet oder auf uns gewartet und kam dann gleich, wo wollen Sie hin, wen besuchen Sie, was machen Sie hier? Und da haben wir gesagt, wir sind in den falschen Zug gestiegen und wollten eigentlich nach Nordhausen und sind jetzt hier ausgestiegen in Sorge. Und ja, Sie dürfen ja hier gar nicht aussteigen. Und sagt, das haben wir gar nicht gewusst, wir wussten das gar nicht und wir sind hier das erste Mal und wir haben gar keine Ahnung und alles sowas. Und dann war gleich kurz vor dem Bahnhof stand dann schon ein Soldat mit Gewehr und der hat uns dann mitgenommen in die ja, Kaserne von denen, also Kaserne war das nicht, es waren eigentlich Baracken, mehrere Baracken so. Und ich wurde dann einzeln in ein Büro reingesetzt von einem höheren Menschen. Und ein Soldat mit Gewehr stand vor der Tür. Und wir hatten dann auch keinen Kontakt untereinander, meine Schwester und ich. Unterwegs hatte ich noch versucht, den Soldaten zu beschwatzen, dass er uns freilässt. Und hat er gesagt, nee, das kann er nicht machen. Ich war mit dieser Tragweite überhaupt nicht klar, was das für Folgen und Konsequenzen haben kann und so. Und dann saß ich natürlich in dem Büro ein paar Stunden, es wurde dann auch schon dunkel und ich war total aufgelöst und die haben mich dann auch erst mal eine ganze Weile dort sitzen lassen, bis sie mich dann das erste Mal da rein zum Verhör reingeholt haben. Und da musste ich meinen Rucksack mitnehmen und den habe ich dann dort auspacken müssen, was ich da alles drin hatte. Ich hatte dort Wechselwäsche drin, es war natürlich auch sehr kalt, Wechselsocken und so. Und außerdem noch von meiner Mutter einen Führer, ein Buch über den Harz von 1920, wo die Grenzen nicht angegeben sind. Und das haben die uns dann auch ausgelegt, dass wir nach dem Westen abhauen wollten. Und wir haben natürlich gleich, ohne dass wir uns da vereinbart haben, wir wollten ja auch nicht nach dem Westen abhauen, hatten wir in keiner Weise vor. Wir wollten wirklich nur einen Ausflug machen. Und ich habe gesagt, nein, also ich will keinen, nicht nach dem Westen. Wir sind wirklich in den falschen Zug gestiegen. Wir haben nicht gewusst, dass wir hier nicht aussteigen dürfen. Es war auch kein Schild auf dem Bahnhof. Wir haben keins gesehen. Sonst wären wir nie im Leben ausgestiegen. Im Zug hat das auch niemand gesagt. Und zwischen Bennekenstein, wo wir eingestiegen waren, und Sorge ist auch kein Schaffner gekommen, dass wir hätten fragen können. Und wir sind einfach nur in Panik ausgestiegen, wir sind im falschen Zug und so viele Kilometer werden schon nicht sein, da laufen wir mal schnell wieder auf den anderen Bahnhof. Ja, und da haben wir dann bis abends gesessen und dann meine Schwester haben sie dann auch verhört, aber immer einzeln. Das haben wir dann hinterher rekonstruiert,
Mich haben sie wahrscheinlich zuerst und auch öfters. Sie saß im Speisesaal, aber auch mit Soldatenbewachung. Aber die haben mit ihr geredet und auch, weiß ich nicht, also irgendwie Sachen ausgetauscht und so. Muss wohl auch sehr locker gewesen sein. Aber jedenfalls haben sie uns dann doch nach einigen Stunden freigelassen wieder. Allerdings haben sie uns dann nach Bennekenstein mit so einem Jeep mit den Soldaten. Und ich habe eine große Belehrung gekriegt, dass wir also nie wieder dort auszusteigen haben und alles sowas. Aber ich glaube, meine Schwester hat auch so eine Belehrung bekommen. Und dann sind wir abends in Bennekenstein gewesen. Jetzt war mir natürlich klar, dass wir dort beobachtet werden. Es ist ein kleines Dorf gewesen, es war dunkel. Man konnte nur in die einzige Kneipe gehen und dort sich hinsetzen und was essen oder so, weil ja dann der nächste Zug, der fuhr erst um 8 oder so. Das waren noch, weiß ich nicht, 1-2 Stunden. Und ich kannte aber aus unserer Gemeinde Menschen, die dort gewohnt haben. Und da sind wir zu denen gegangen, haben aber nicht gesagt, dass wir in die falsche Richtung gefahren sind. Wir haben nur gesagt, dass wir den Zug verpasst haben und aus dem Grund jetzt gar nicht mehr wissen, wo wir hin wollen. Und die waren natürlich total lieb zu uns, haben uns umsorgt, haben uns Kuchen gebracht, was zu essen gebracht, was Warmes zu trinken gemacht, dass wir erstmal auftauen konnten und haben uns dann noch an den Bahnhof gebracht und uns in den richtigen Zug gesetzt. Das war also